Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Anno 2070. Ja, alle anfangs schwer. Uns bestimmt in eine glückliche Zukunft. Natürlich, denn wir wollen hier für mehr Biokost sorgen. Was immer ein bisschen knäbe ist. Die Pastagerichte, die laufen jetzt gut, aber die Biokost, meine Güte. Wieso habt ihr so ein Problem damit? Hier wird sie erstellt. Der Reis, der verflixte Reis, ist einfach ziemlich knapp vorhanden. Wieso auch immer. Aber das ist eigentlich schnell geregelt, und zwar können wir hier noch schnell so ein Ding errichten. Spiel gespeichert. Und dann, wo ist denn da? Reis. Genug Platz, damit wir hier dieses Mal alle Felder machen können. Ich glaube, das wird das erste, was alle Felder hat. 1, 2, 3, 4, 5. Und die Straße, so. Und sind 24%, 0%, wieso läuft denn da nichts? Ah, jetzt, gut. Wie gesagt, der Reis... Ich habe erwartet, dass Sie sich um diese Angelegenheit kümmern. Warnung, Produktion gestoppt. Ich soll ein Schiff kapern. Scheiße, da kommt jemand. Verpiss dich, sonst gibt's hier ein Gefecht. Ah, oh, gibt's schon. Ich würde mal sagen, ist untergegangen. Was haben wir denn hier Schönes? Hitze denn da, ne, was? Schädigt alle Einheiten im Umkreis. Interessant. Was soll ich denn machen? Nehmen Sie speziell. Okay. Gehst du mal mit deinem Hauerbord. Tschüss. Jetzt ist die Ding schon wieder im Minus. Sieht auch nicht gerade gut aus. Auch der Lifestyle. Mann, oh Mann, wie kann ich denn den steigern? 105%, 105%. Sonst baue ich hier nochmal so ein Dingens. Wenn wir so genügend von diesem Zeugs haben hier. Kupfer haben wir Maximum. Und auch... Was brauchst du noch? Sand haben wir auch Maximum. Erledigen Sie diesen Auftrag möglichst zügig. 105. Und auch 105 oder wie? Jo. Das heißt, auch so einen Teil bauen wir noch. Beweisen Sie, dass mein Vertrauen in Sie gerechtfertigt ist. Gut, jetzt haben wir immer an Bord. Ein Karpenteil. Und jetzt müssen wir. Karpen Sie mit Hilfe der Spezialisten alle markierten Schiffe. Ein Schiff. Müssen wir das Schiff hier hinten kapern? Wird das Schiff da hinten kapern? Ah, da ist es ja. Habe ich jetzt das aktiviert? Klingslick, um Item zu aktivieren. Oh. Nein! Jetzt können wir es kapern. Los! Das ist ein Riesenschiff. Also, er hat mir gesagt, ich will es kapern, ne? Hm. Ich hoffe jetzt mal, das läuft, ne? Sonst wird es gleich dem Untergang geweiht. Und das wollen wir nicht, denn dann ist die Mission wahrscheinlich. Oh! Jetzt wird es gekapert. Und jetzt? Und jetzt? Die Firma hat oben... Ihr Wert für die Firma ist soeben gestiegen. Super. Gut, vielen Dank. Bitte Gangster meine ich. Und tschüss. Gut. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Bündnis zum Piraten? Dieser Sektor ist Barracuda-Gebiet. Ja, ziemlich unbeliebt, ich weiß. Friedensgesuch. Das kostet mich doch etwas.
Verfügbar ab 30.1 los. 60 Punkte. Ein Deal? Nee. Geht's noch? Viel zu teuer. Viel zu teuer, Mann. So, was haben wir hier für ein Schiff? Ah, der Professor hat wieder mal, ist wieder mal vorbeigekommen. Sehr schön. Ah, jetzt wollten wir sehen, wie funktioniert denn das mit der Handelsroute? Haben wir bereits Carbon hier? Nö. Haben wir hier schon Carbon? Nö. Das Rohöl fehlt noch. Haben wir jetzt Rohöl geladen? Jawohl, wir haben Rohöl. Und auch das Zeugs dabei, was er eigentlich abliefern wollte. Vielleicht ist es voll. Nö, das ist nicht voll. Ah, das habe ich jetzt erst gerade mitgenommen, aber Kupfer scheint voll zu sein. So, und da, wie gesagt, wir haben extrem viel Sand und Kupfer, aber nur so wenig Mikrochips. Also arbeitet mal hier Mikrochips-Fabriken. Sonst mache ich noch mehr Mikrochips-Fabriken. Und dann noch so eine Dingens. Energieversorgung mangelhaft. Ach komm, leg's mir doch am Arsch. Oh, sorry. Gut, Windkraftwerk. Hier zum Beispiel oder hier. 35%. Sollten die vielleicht auch nicht in der Nähe voneinander sein? Ich weiß nicht. Oder es windet einfach zurzeit nicht so doll. Kann auch sein. Oh. Pasta-Gerichte gesperrt. Die müsst ihr doch nicht sperren. Jetzt hat's ja genug. Ja, genug nicht, aber es hat immerhin. Oh, und dann sollte hier mal die Bilanz steigen. Wieso ist nie so tief? Das geht ja gar nicht so. Vielleicht brauche ich einfach mehr Einwohner. Mal wieder. Ah, warte, jetzt wollte ich ja, ich wollte ja mal ein neues machen. Eines, was überdacht ist. Das ist das andere. Wo hole ich denn das schon wieder? Das müsste doch hier irgendwo sein. Ah, da. Überdachtes Stadtzentrum. So, und dann gleich wieder hier die Straße setzen. Bis nach hinten durch. Da können wir ein bisschen sparen, aber auch bis nach hinten durch. Und da, so. Da bin ich jetzt nicht mehr sicher, ich glaube. Okay, das stimmt. Aber da oben habe ich es falsch gemacht. Ich muss es gleich kontrollieren, verbessern. Und zwar kommt ja ein weiter rein da. Und hier eigentlich auch. Da lasse ich jetzt mal das Ding, weil das passt sich an das, dem hier an. Und dann kommen hier wieder das Zeugs halt von Anfang an wieder. Die Tonhalle gibt es ja schon. Wie weit reicht die? Nicht so weit. Das heißt, ich mache hier oben noch eine Tonhalle hin. Und dann kommen hier wieder ganz viele, viele Leute. Viele, viele bunte Leute. So, so. Hier geht's nicht. Dann kann ich da natürlich wieder so und dann hier machen wir auch noch ein paar. Das hat jetzt keine Dingens, hä? Keine Aktivität! Naja, was soll's? Geht halt nicht anders. Ich kann nicht überall der Beste sein. Man kann halt nicht immer alles haben, liebe Leute, liebe Menschen, liebe Kinder. Denk mal an die Armen, die weniger haben. Jetzt werde ich die wieder politisch, ne? Merkt ihr schon. Wieder ja, auch noch ein paar.
Und da auch in der Straße. So. Und gleich noch ein paar, ne? Zack, 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 zack. Und Straße. So. Wir wollen ja hier ein bisschen Einnahmen. Wenn es bin ich mir für keine Arbeit zu schade. Gut, finde ich toll. Dann kann man dich ja für alles gebrauchen. Und jetzt mal schnell schauen, dass ich hier wieder alle Eco-Arbeiter habe. Ah, aber das Geld, das fließt einfach nicht. Ich glaube, ich muss einfach mal, Anna einfach mal eine Stunde laufen lassen, ohne groß etwas zu machen. Und dann schauen, ob ich dann wieder genügend Geld habe, weil das geht ja gar nicht so. Achtung, Produktionsstillstand. Ja, ja. So, jetzt habe ich dann genug Eco-Arbeiter. Ja, Angestellte, so, jetzt habe ich genug. Getränke ist momentan nicht so toll, ne? Jetzt können wir die Steuern wieder runtersetzen. So, jetzt haben wir auch ein schönes Plus. Und jetzt schnell wegen den Getränken. Die müssten ja eigentlich auch von dieser Insel kommen, und zwar von da hinten. Oder soll ich das auch noch hier anbauen? Vielleicht habe ich das. Kann ich das? Kann ich eh nicht. Nö, das heißt. Oder vielleicht mal eine neue Insel. Hier wirklich eine große Insel vielleicht besiedeln. Oder die hier. Tee. Das wäre Tee hier. Könnte man eigentlich machen, dann wäre diese Insel auch schon mal sicher für mich. Ich brauche dazu natürlich wieder genug von dem und genug von dem. Und dann gehen wir doch mal rüber an einen schönen Punkt. Da könnte man auch einen Hafen errichten, wenn es denn mal einen Hafen braucht, einen großen. Und dann ist der Weg auch ein bisschen länger, weil wenn ich ihn da oben mache, den Hafen, dann ist es ja ein Hin und Her. Ist zwar okay, ziemlich schnell und so, aber von hier aus können sie auch ein bisschen länger fahren. Wir können immer noch mehr Schiffe dann zur Handelsroute hinzufügen. Dann schauen wir, dass wir hier noch ein bisschen Teeplantagen machen. Was ist das hier eigentlich? Fruchtbarer Boden. Okay. So, Kumste. Ja, da sollte es jetzt kommen. Los. Da kommt's. Ist nicht gerade das schnellste Schiff, ne? Ja, komm. Am Anfang sind mir die Schiffe extrem schnell vorgekommen. Ich weiß nicht, wegen Anno 1404 vielleicht, aber jetzt... So schnell sind die nicht. Ein Konto errichten. Und zwar möglichst in der Mitte, so. Die Firma unterstützt ihre Bemühungen, neue Standorte zu akquirieren. Danke. Für eure Bemühungen. Gut, dann brauchen wir hier oben gleich das so ein Dingens. Und dann machen wir hier doch noch Tee. Weil wir es können, ne? So. Eine Straße darüber natürlich. Ah, sieht man ja fast nicht. Und wie viele? Drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Warnung. Verschuldung erreicht kritischen Wert. Och du Scheiße. Hä? Was läuft denn jetzt? Getränke. Ist das echt? Die Getränke, die fehlen. Ach du Scheiße. Getränke, Getränke. Ich muss dringend für mehr Getränke sorgen. Dann ist es auch auf der eigenen Insel. Eins, zwei, drei. Unbedingt noch mehr Getränke. Eins, zwei, drei. Und dann hier gleich die Handelsroute erstellen. Vielleicht noch zuerst ein Handelsschiff. Achtung, Produktionsstillstand.
Ein großes? Ja, ja. Energieversorgung mangelhaft. So, jetzt haben wir wieder ein Plus. Energieversorgung mangelhaft, toll. Aber ist ja nur wenig, was fehlt. Hier hat kein Kraftwerk mehr Platz. So. Ja, immerhin. Wieder im grünen Bereich. Ich lasse jetzt mal so. Baue hier das Schiff. Das neue. Das ist das Handelsschiff. Genau. Jetzt sollte mal ein neues Schiff kommen noch. Und dann machen wir die neue Handelsroute, und zwar von der neuesten Insel. Die neue Handelsroute heißt natürlich. Nennen wir. Im Moment ist es ja eigentlich nur der T. Wir können es ja später umbenennen. Dann, das ist das neueste. Da, Boomtown. Da wird eingeladen T. Und in Aurelia wird ausgeladen Tee. Am besten stellen wir so viel Tee hierher, dass hier auch genug wieder ausgeladen werden kann. Und das neue Schiff. Ich muss quasi überall gleichzeitig sein, wenn ich die Firma an der Spitze halten will. So ein Riesenschiff hier. Das neue Schiff sollte jetzt gleich kommen. So, jetzt dann gleich. So, da ist es. Albatros heißt's. Schiff hinzugen. Albatros. Gut, dann machen wir gleich noch mehr Tee. Wenn es denn erlaubt ist, wenn ich noch genug Ressourcen habe. Sieht eigentlich schon danach aus. Wie viel Platz braucht das 4x4, ne? Ich möchte so wenig Platz wie möglich eigentlich verbrauchen hier. 1, 2, 3. Toll, jetzt kann ich die Straße rundherum ziehen, naja. Naja, dafür kann ich ja gleich gegenüber noch eins machen. Der Auftrag ist eben von der Zentrale reingekommen. Ja, dann bitte Sie, volle Schiffe in Ihre Flotte zu befehligen. 3 Cargoliner, 2 habe ich schon. Das Geld ist ein bisschen knapp für noch einen. Nicht? Wie teuer sind die? 2000. Ah, komm, das riskieren wir jetzt. Wir bekommen ja wieder Geld, ne? 7000? Ja, geht schon. Wir brauchen ja dringend das Geld. Wir waren jung und brauchen das Geld. Die Nahrung geht auch schon wieder zurück. Das Gemüsezeugs da. Wo sind die Fabrik da? 0%. Was fehlt denn? Es fehlt ja nichts. Ach, das kommt schon wieder irgendwie. Manchmal geht es so bei Anno, dass plötzlich etwas zurückgeht. Man hat das Gefühl, scheiße, wieso geht das zurück und so. Aber nachher war das nur die Lieferung vom Schiff, die eigentlich auf sich warten ließ. Und die kam dann trotzdem wieder. Und so ist wieder alles im grünen Bereich. Hoffe ich doch, dass es auch so bleibt. Das sehen wir auch in der nächsten Folge wieder, ob ihr alles im grünen Bereich bleibt. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es gefällt euch, macht Spaß. Ich hoffe, ihr könnt was lernen. Und seid ihr auch nicht gelangweilt. Jo, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen, Daumen hoch, abonnieren, favorisieren, auf Facebook immer vorbeischauen. Da sind auch alle Videos drauf, da kann mir auch privat noch schreiben und so weiter und so fort. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.